Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen im NS-Dokumentationszentrum. Schön, dass Sie alle gekommen sind zur Lesung von Cimile Schein. Mein Name ist Juliane Bischoff. Ich bin Co-Kuratorin der Ausstellung Tell Me About Yesterday, Tomorrow, die gerade hier im Doku-Zentrum zu sehen ist. Und die historische Arbeit des NS-Dokumentationszentrums mit Werken der zeitgenössischen Kunst verbindet. Vermittelt über künstlerische Arbeiten in ganz unterschiedlichen Medien beschäftigt sich die Ausstellung mit der Frage, wie Geschichte lebendig gehalten werden kann. Besonders auch vor dem Hintergrund, dass sich die historische Vergangenheit und die gegenwärtigen Lebensrealitäten immer mehr voneinander entkoppeln. Die Ausstellung erweitert die Arbeit des Dokumentationszentrums um internationale und aktuelle Positionen und Fragestellungen und bezieht Medien der Gegenwart mit ein und nähert sich unter anderem auch der Frage, wie zeitgenössische Formen von Erinnerungskultur aussehen können. Dabei beschäftigt sie sich auch mit den Zusammenhängen, wie erinnert wird und was erinnert wird. Und der Frage, welche Geschichten vielleicht auch nicht gehört werden, verdrängt oder gar bewusst unterdrückt werden. Diesen und weiteren Themen widmet sich auch Cimile Schein in ihren Arbeiten. Und ihr Beitrag zur Ausstellung Tell Me About Yesterday, Tomorrow ist eine Videoarbeit, die in Reaktion auf einen Artikel entstand, den sie auf Zeit Online 2017 publizierte. Über diese Arbeit können wir vielleicht dann im weiteren Gespräch auch nochmal sprechen. Heute liest sie zunächst einmal aus ihrem Debütroman Taxi. Noch kurz zu Cimile. Sie studierte Bildende Kunst am Central St. Martin's College of Art and Design in London und an der Universität der Künste in Berlin, wo sie vor circa anderthalb Jahren abgeschlossen hat. In ihrer interdisziplinären künstlerischen Arbeit spielt das Zusammenwirken von Wort und Bild eine entscheidende Rolle. Sie arbeitet mit Film, Text, Installation, Sound und Fotografien, die in unterschiedlichen Formen und Formaten zusammenkommen. Ausgangspunkt sind häufig Bilder und Geschichten, die sie in ihren Arbeiten neu inszeniert und dadurch die Funktionalisierung von Medien und die Bedeutung verschiedener Perspektiven für die Geschichtsschreibung reflektiert. Ihre Texte wurden in unterschiedlichen Online-Medien und Magazinen wie Zeit Online und dem Wettermagazin publiziert. Und gemeinsam mit Ronja Othmann schreibt sie zudem unter dem Titel Orient Express alle zwei Wochen eine Kolumne für die Taz. Cimile war Stipendiantin der Jungen Akademie an der Akademie der Künste in Berlin und wurde 2019 mit dem Ars Viva Preis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft ausgezeichnet. Aktuell sind ihre Arbeiten in der Akademie der Künste in Berlin ausgestellt und seit vergangenem Freitag auch im Kunstverein in Hamburg zu sehen. Ihr Debütroman Taxi, aus dem sie heute lesen wird, ist im Oktober 2019 im Berliner Corbinian Verlag erschienen. In der letzten Woche wurde Cimile für den Roman und auch für ihre visuellen Arbeiten von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Leipzig mit der Alfred-Döblin-Medaille ausgezeichnet. Wir haben uns für heute Abend überlegt, dass Cimile drei Episoden aus dem Roman liest und zwischendurch wir so ein bisschen ins Gespräch kommen und Sie natürlich auch einladen, Fragen zu stellen oder Kommentare zu geben. Und ja, ich fange einfach mal an, kurz zum Buch ganz allgemein und dann steigst du direkt ein. Ja. Also der Roman Taxi erzählt die Geschichte von Rosa Kaplan, die ihren Sohn im Krieg verloren hat. Zumindest ist dies die Nachricht, die sie vom Militär erhält. Der tote Sohn wurde nie gefunden und stattdessen ein leerer Sarg begraben. Rosa Kaplan beschließt, ihr Schicksal nicht zu akzeptieren und den Sohn durch einen anderen zu ersetzen. Dafür arbeitet sie über 10 Jahre an einem detaillierten Drehbuch im Stil einer US-amerikanischen Serie und findet schließlich den Protagonisten, der die Rolle übernimmt. Aus Perspektive von Polat Kaplan erzählt der Roman von dem Umgang mit dem Verlust der Mutter und wie Polat Kaplan selbst zu einem anderen wird, mit all seinen Konsequenzen für sich und sein Umfeld. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich würde jetzt erstmal direkt anfangen zu lesen.
Polat Kaplan war nach einer Bombenexplosion, die sich gegen 5.30 Uhr am Morgen des 01.01.2007 ereignete, nicht wiederzufinden. Er war in der 3. Armee mit Stab an der Grenze zum Kaukasus. Seine Einheit bestand aus 50 Männern, 40 Soldaten, 5 Ärzten, 3 Kommandanten und 2 Unterkommandanten. 24 Särge, die nach Hause geschickt wurden, versteckten keine Leiche, weder ein Bein noch ein Arm von ihm. Als er nach 6 Monaten immer noch unauffindbar blieb, weder in Schutt noch unter Trümmern lag und auch sonst nicht zu finden war, einigte man sich darauf, ihn als vermisst, aber wahrscheinlich tot abzustempeln. Für die Toten wie für die Lebendigen gab es eine offizielle Begräbnisfeier, damit alle Beteiligten akzeptierten, wer tot war und wer nicht. Das wusste man wegen den Särgen, in denen niemand lag, aber so blieb wenigstens eine Erzählung davon übrig, denn der Tod war stärker und die Hinterbliebenen alleine mit sich. Das schürte Hass, das spürten sie und diesen schürte man weiter. Irgendwann nannte sich das Rache und Rache sei eine Sünde, sagte Frau Kaplan und es blieb so lange eine Sünde, bis es um das eigene Kind ginge. Es gab Tut-Tut-Blasorchester, hinterher kamen die Soldaten, die Märsche stampften. Die Särge der Gefallenen, man nannte sie Märtyrer, wurden auf 4 Schultern getragen. Die Soldaten liefen im Takt ihrer Schritte. Zwischen dem Takt weinten die Mütter mit den Bildern ihrer Söhne im Arm. Es waren Porträtaufnahmen ihrer Kinder in Uniform. Die Bilder waren nicht klein, sondern eher groß. Manchmal in einem Rahmen und manchmal hingen diese Bilder auch vorne an den Särgen. Man sah Männer in Uniform und auf der Trauerfeier sah man Söhne in Särgen umhüllt in die Fahne. Meistens hielten die Kommandanten belanglose Reden, die waren vorgefertigt. Nur der jeweilige Name wurde ausgetauscht. Weil so viele ums Leben gekommen sind, weil alle ums Leben gekommen sind und so die elenden Verhältnisse überdeckt und bewacht waren, sodass keiner auf die Idee käme, etwas dagegen zu setzen, sich zu wehren oder zu verweigern. Es ging ja weiter. Das ist der Krieg, so wie immer. Das passiert in dem Staat, den Frau Kaplan ihr Vaterland nennt. Aber am Ende blieb nur die Fahne übrig. Das hatte sie mit eigenen Augen gesehen. Frau Kaplan hat bei der Beerdigung ihres Sohnes nicht geweint. Warum auch? In dem Sarg war ja nichts. Er war leer und dennoch in die Fahne gehüllt und wurde trotzdem, getrieben mit einer Mission, auf Schultern zu Grabe getragen. Und danach kam nichts mehr. Das ist der Krieg und deswegen gibt es Frieden. Aber im Frieden sind auch immer die, die der Krieg waren. Deshalb bleiben sie der Krieg und man denkt nicht mehr an die anderen, sondern nur noch an seine Waffe. Frau Kaplan beschwerte sich, dass die Musik der Blaskapelle sehr laut war und sie sich dadurch nicht unterhalten konnte. Ein Kommandant fragte, was gibt es hier zu reden? Frau Kaplan konnte darauf nicht mehr antworten. Das verwirrte sie. Der Kommandant lief ohne Antwort an ihr vorbei und befahl 2 Soldaten, sich links und rechts neben sie zu stellen und Frau Kaplan beiseite zu ziehen, falls noch einmal solch blöde Fragen ihr loses Mundwerk verlassen würden. Mit diesen Soldaten links und rechts sah Frau Kaplan den Sarg zu, in dem ihr Kind nicht lag, der ins Grab gebettet wurde und in der Erde für immer verschlossen, für immer leer blieb. Die Sonne schien und die Vögel zwitscherten. Es war ein kühler, aber lebendiger Septembertag und Frau Kaplan saß fassungslos auf einem Plastikstuhl, straff in einem pinken Kleid. Schwarz trugen nur Trauernde und Frau Kaplan hatte niemanden zu betrauern, sondern sie hatte die Erzählung über ihr Kind zu betrauern. Sie bohrte mit ihrer Schuhsohle den Boden auf, um die Erzählung zu stoppen. Wie ein Kind, mit dem man nicht spielen wollte oder das zur Bestrafung alleine in der Ecke sitzen musste. Jeder sagte, fürs Vaterland, Frau Kaplan sagte nichts. Dann umarmte man sich, denn man war traurig. Die Beerdigung war draußen, weil niemand drinnen im Haus beerdigt wird. Drinnen gab es Essen und Trinken, ein Buffet. Vor dem Buffet umarmte man sich wieder mit den Tellern in der Hand. Man aß und trank. Jeder sang ein Lied und Frau Kaplan wusste, dass man nicht vor Hunger stirbt, aber vor Durst. Und dieser Durst war wie ein Brennen für sie, weil ihr Kind in keinem Sarg lag. Das war ein schamvoller Gedanke, dass sie sich im Nachhinein grämte, ihn gedacht zu haben. Aber würde er wenigstens schachteltot da drinnen liegen, schachteltot bestätigt, dann wäre der Verlust erträglicher und real. Dann hätte sie getrauert, so wie eine Mutter trauert, denn das Bild ihrer Trauer wäre ihr toter Sohn. Frau Kaplan lief zum Kommandanten und fragte,
Wo ist mein Kind? Der Kommandant ließ sie zum Auto bringen. Sie ging mit, ohne einen Mucks von sich zu geben, und zwei der Soldaten, die vorher im Stechschritt den Särgen folgten, fuhren sie nach Hause. Als der Wagen vor ihrer Tür zum Halten kam, drehte sich einer der beiden zu Frau Kaplan um und lächelte sie an. Frau Kaplan starrte weiter in die entgegengesetzte Richtung. Da sie sich weigerte, aus dem Auto zu steigen, wurde sie an den Haaren aus dem Auto gezerrt und nach Hause gebracht. Ein Jahr lang lief sie morgens und abends zur Polizeistation und fragte, wo ihr Sohn sei. Einmal lief sie nachts zum Friedhof und versuchte, den Sarg ihres Sohnes auszugraben, um noch einmal wirklich sicherzustellen, dass er wirklich nicht da drinnen liegt. Manchmal war sie so verwirrt, dass sie nicht mehr wusste, ob er nun drinnen oder draußen lag. Irgendwann kam die Polizei zu Frau Kaplan nach Hause mit einem Brief mit passendem Siegel und Stempel, der ihr untersagte, noch einmal zur Polizeistation zu kommen und nach ihrem Sohn zu fragen, das Militär und die Polizei weiter zu behindern und den toten Sohnsoldaten ruhen zu lassen. Mein Tagesplan ist minutiös festgelegt. Jeden Tag stehe ich zur selben Zeit auf, 6.15 Uhr. Aufstehen, Bett machen, duschen, Essen gibt es in regelmäßigen Abschnitten, alle paar Stunden. Frühstück zwischen 7 und 7.15 Uhr. 11.30 Uhr Mittagessen, 15 Uhr Kaffee, 18.30 Uhr Abendessen, 21 Uhr ein kleiner Abendsnack vom Fernseher, wenn wir beide nebeneinander auf dem Sofa sitzen und sie entscheidet, was wir gucken. Dazwischen, also jeden Tag, üben wir. Ich probe bis zum Erbrechen. Ich werde vom Linkshänder zum Rechtshänder. Ich bekomme einen neuen Ausweis. Da klebt mein Foto neben meinem neuen Namen. Meine Haare sind jetzt kurz und meine Fingernägel sind sauber. Ich esse ihren Käsekuchen und ich bringe den Müll runter. Ich werde nicht mehr wütend, wenn sie sagt, ich habe hart an diesem Skript gearbeitet. Stattdessen vergesse ich mit der Zeit, wo ich hergekommen bin und was ich erlebt habe. Es ist wahr, dass sie jetzt meine Mutter ist. Ich nenne sie mittlerweile Mutter, selbst wenn wir nur spielen. Eine Mutter hat ein Kind, das ist logisch, sonst wäre man keine Mutter. Stimmt. Ihre Haare sind kraus, die sind braun gefärbt. Die schulterlangen Haare befestigt sie lose mit zwei braunen Klammern links und rechts oberhalb ihrer Nase. Der Scheitel ist gerade gezogen, lässt das Haar starr entlang ihrer Ohren kleben, die nicht ganz an der Haut befestigt sind, sondern abstehen. Ihre Segelohren tragen auch nicht besonders zu ihrer Schönheit bei. Dunkelgrüne Ohrringe trägt sie am liebsten, die haben dieselbe Farbe wie ihre Augen. Ihr Hals wirft Falten bis zum Triple Kinn, aber sie verstärkt diesen Effekt mit einer Goldkette, die um ihren Hals gebunden ist. Meistens trägt sie ein Kostüm, selbst wenn sie den ganzen Tag das Haus nicht verlässt. Sie geht nicht oft aus dem Haus. Der Rock reicht ihr bis zu den Waden, dazu trägt sie ein weißes T-Shirt, das sie hinter einem Jackett mit V-Ausschnitt verbirgt und auch niemals abnimmt. Im Wohnzimmer läuft der Fernseher den ganzen Tag im Hintergrund, von morgens bis abends. Jahrelang hat sie nach dem Namen ihres Kindes gesucht und durch die Sender im Fernsehen gesäppt, morgens, mittags und abends, auch am Wochenende. Es gibt ja kein Wochenende im Krieg. Durch alle Breaking News, durch alle Anzeigen, aber ihr Sohn war einfach nicht aufzufinden. Kein Name, kein Bild, noch nicht einmal ein ähnliches Bild. Ein Bild, das eine Kopie von ihm hätte sein können. Manchmal war sie sauer auf ihn, weil sie dachte, wenn er endlich auf dem Screen zu sehen wäre, hätte alles ein Ende. Wenigstens ein Name ohne Bild. Der Krieg hat mich zum Tier gemacht, sagt sie, während sie zwischen den Sendern umherschaltet. Nie ist sie ungeschickt oder unkontrolliert. Alles hat seine Ordnung und seinen festen Platz. Ihre Lieblingsfarbe ist Purpur, meine Lieblingsfarbe ist Purpur, aber sie mag auch Rot. Sie vergöttert Mäuse, Katzen und Delfine, Tiere im Allgemeinen, weil sie nicht sprechen können, fügt sie zweimal am Tag hinzu. Ich vergöttere Mäuse, Katzen und Delfine, Tiere im Allgemeinen, weil ich nach meiner Mutter komme. Dann betrachte ich sie manchmal aus dem Augenwinkel und gestehe mir ein, dass sie meine Mutter ist. Das ist der Krieg und sie ist der Frieden. Es ist das Zuhause, in das ich mich eingekauft habe, vor und hinter der Kamera. Und der Preis, den ich dafür bezahlen muss, wiegt leicht und schwer, so wie alle Dinge. Ende der ersten Episode. Der Held taucht nicht in den Nachrichten auf, der Held ist zu Hause bei seiner Mutter.
Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen gesprungen in den zwei Teilen. Der erste Teil war aus dem Prolog und der zweite Teil eher schon direkt aus dem Skript, das Rosa Kaplan geschrieben hat, um eben diesem Verlust des Sohnes etwas entgegenzusetzen, eine neue Geschichte daraus zu schreiben. Und jetzt ganz am Ende, der letzte Satz, hat es ja auch schon ein bisschen angedeutet, Ende der ersten Episode. Das Buch selbst ist nämlich auch wie ein Drehbuch oder vielmehr wie die Serie aufgebaut. Ja. Kann ich so ein bisschen was dazu sagen? Ja, also das ganze Buch besteht eigentlich daraus, dass die Mutter ein Skript geschrieben hat. Das sind zwei Staffeln und die werden verteilt über das Buch erzählt. Und du greifst ja genau auch die Stilmittel von Serien auf. Also du arbeitest mit Cliffhanger, mit kleinen Resümees und Kommentaren. Es kommen sogar suggerierte Play-Buttons vor. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt sehen können. Also auch formal taucht diese Serienästhetik im Roman auf. Warum hast du dich denn für diese Form entschieden? Also der Roman ist so für mich eigentlich gar nicht wie ein Roman zu lesen, sondern es verknüpft sich eher mit meinen Filmen, die ich mache. Und ich wollte hier einfach so einen Text schreiben, der sich beim Lesen wie ein Filmgucken anfühlt. Oder dass man neue Wege findet, um Erzählungen Raum zu geben, obwohl sie nur geschrieben sind. Eben mit den verschiedenen Formaten von Serien. Ja, ich finde es auch total spannend vor dem Hintergrund, wenn man daran denkt, wo Kunst publiziert werden kann und wie Kunst publiziert werden kann und das vielleicht auch eine erweiterte Vorstellung davon ist, wo das stattfinden kann. Also auch das Buch jetzt nochmal ganz anders funktioniert als die Arbeiten in deinen Ausstellungen oder die Arbeit hier. Ist das für dich was... was sehr zusammengeht in deiner Praxis oder welchen Stellenwert die unterschiedlichen Schreiben einnehmen? Und Filme? Mhm. Also das geht für mich sehr einher. Ich trenne das auch persönlich gar nicht so von der Kunst, sondern so Sprache oder die Arbeit mit Text ist einfach so eine filmische Ausdrucksform. Und das ist so sehr, sehr nah für mich am Film. Und ganz natürlich, dass ich denke, wer Filme macht, der schreibt auch gerne oder die. Ja, wenn wir jetzt vielleicht mal direkt in die Geschichte springen. Also es ist ja eigentlich die Geschichte vom Verlust von Rosa Kaplan und wie sie damit umgeht. Erzählt wird sie aber aus der Perspektive von Polat Kaplan, also dem neuen alten Sohn, wenn man so möchte. Und was ich sehr spannend fand beim Lesen ist, dass er sich eigentlich seiner neuen Mutter auch annähert und dass man ja nur über seine Erzählung eigentlich auch die Figur der Mutter kennenlernt. Ja, warum hast du dich für diese Erzählung entschieden oder diese Perspektive, die unterschiedlichen, die auch vorkommen? Also als ich das Buch noch nicht geschrieben habe, war so ein Hauptgrundgedanke, wie man über Verlust und Gewalt schreiben kann, ohne dass man irgendwas abschwächt, weil es zu brutal sein könnte oder verfälscht dargestellt. Also es war so wirklich der Ausgangspunkt. Und dann dachte ich aber, es ist im Kontext von der Art und Weise, wie Serien erzählt werden, viel spannender, wenn es über eine dritte Person konstruiert ist, die einfach fast schon wie so ein Betrachter nur funktioniert und eben das so schonungslos wiedergibt. Und zwar für mich einfach die Form, die am nächsten da dran war. Und magst du vielleicht noch ein bisschen was zur Idee von Fremdbestimmung und Selbstbestimmung sagen? Weil es ist ja auch dieser Sohn, der jetzt eine neue Rolle bekommt, in die er sich einfühlt und über die er seine Mutter kennenlernt und auch so ein bisschen ja die Selbstbestimmung dabei aufgibt vielleicht. Oder verraten wir schon zu viel? Nee, eigentlich nicht. Er gibt sie ja nicht in der Hinsicht auf, weil er eben vor denselben Sachen teilweise wegrennt, vor der auch die Mutter wegrennt oder versucht, die Realität umzukonstruieren. Deswegen schafft er es nur, dass er sich ihr so annähern kann, würde ich sagen. Sollen wir noch ein Stück lesen? Okay.
die nächsten Monate gehen als Vergnügen an mir vorbei. Mittlerweile weiß die ganze Stadt, dass ich wieder zurück bin. Wenn ich mit Mutter im Supermarkt stehe und den Einkaufskorb trage, wird mir zugenickt oder zugewunken. Ich bin ein Star. Die Menschen sind verrückt nach mir und behandeln mich wie einen Helden und das gibt mir ein gutes Gefühl. Ich spüre, dass sie mich brauchen. Ich bin der Mittelpunkt ihrer Welt, weil ich das Neue bin. Ich bringe Abenteuer und Spaß in ihren Alltag. Ich bin die Wiedergeburt, das Gegenstück zu ihrer alltäglichen Langeweile. Ich bin wie im Rausch. Jeden Tag gibt es mindestens eine neue Episode. Die Zuschauer lieben mich. Ich habe Mutter endgültig auf den zweiten Platz gedrängt. Ich, die grandiose erste Hauptrolle, Adonis, Tony Montana, Donnie Brasco, Scarface, Vatos Locos Gang, halte den Pokal und die Medaille gleichzeitig im Arm und werde geliebt von den Menschen um mich herum. Ich bin ihr Superstar, echt im Film und echt im Leben, weil sie nicht wissen, dass ich spiele. Ich bin authentisch, realitätsnah, eine Schublade, ein Sohn und ein Kind. Eine einfache Idee für die schwierige Dimension dieser Welt. Die Menschen sind dumm, aber sie glauben all unsere Geschichten. Zwischen Mutter und mir läuft es auch immer besser. Manchmal vergesse ich, warum ich eigentlich hier bin und warum ich das alles tue. Aber wenn es mir dann wieder einfällt, dann denke ich nicht weiter drüber nach. Es ist wie ein Ferienaufenthalt. Diese Rolle ist mein Prügelring. Und wenn ich im Supermarkt stehe und die Anerkennung der anderen spüre, ist meine Rolle keine falsche Rolle. Ich bin ein Werbeprodukt. Die Zuschauer bezahlen dafür. Und sie sollen etwas kriegen für ihr Geld. Ich habe auch dafür bezahlt. Es ist kein Skandal oder Raub. Es ist eine logische Umwertung der Dinge. Ich teile die Geschichte mit meiner Mutter, weil die Einheit des Staates den Tod eines Kindes nicht ersetzt, sondern die Bomben. Und Mutter ersetzt mich. Und wenn ich mich selber ersetze, bin ich dem Prügelring näher als je zuvor. Und wenn alles andere dadurch verdrängt wird, trage ich diese Tatsache, getarnt als Storyboard, in mir. Vieles ist neu und für viele mag es fremd erscheinen, aber nicht für mich. Ich begreife mehr denn je, dass mir jeder Tag zuspielt. Hier bin ich nicht vergessen. Ich bin die Gleichstellung des Lebens. Ich bin das Spätwerk eines Künstlers, kein Genie, denn sowas gibt es nicht. Ich bin der Sprinter, ich bin die Zeit, die nötig ist, um den Bogen zu spannen, um den Dingen ihre Geschichte und eine Erklärung zurückzugeben. Ich bin Europa, Afrika und der Nahe Osten gleichzeitig. Ich kann Ihnen erzählen, ich bin in Japan aufgewacht, ich bin Russland und Sie würden mir glauben. Ich kann Ihnen erzählen, ich bin in Amerika aufgewacht, dann bin ich Asien und Sie würden mir glauben. Ich kann Ihnen erzählen, ich bin in Mesopotamien zur Welt gekommen und Sie würden mir glauben. Und weil Sie mir glauben, wird es niemals langweilig. Niemand wird mich finden. Ich bin nicht unnütz oder heuchlerisch. Ich bin das Prinzip der ganzen Welt auf der ganzen Erde. Ein besetzter Fleck, ein herrlicher Tag. Ich kenne die Gewohnheiten der Menschen. Und wenn ich mir bessere, neue Gewohnheiten ausdenke, bringe ich die Geschichte zu Ende. Unsere Serie steht der Welt gegenüber. Und wenn ich damit umgehen kann, betrachte ich mich und die anderen, die mich betrachten, genauer. Dann wird mich niemand verraten, weil mich niemand kennt. Und wenn mich niemand kennt, bin ich ein Gott, der alle kennt. Und wenn ich Gott bin, dann bin ich zu Hause, weil alle sagen, Gott ist überall zu Hause. Das ist Wachstum, das ist Durchbruch. So lebe ich und so werde ich sterben. Ob in der Serie oder im echten Leben, weiß ich nicht. Meine Mutter hat Angst vor dem Tod und sie fürchtet ihn. Deshalb küsst sie mich neuerdings immer auf die rechte Wange, wenn wir frühstücken, damit ich denke, dass sie mich wirklich liebt. Und ich küsse sie zurück auf die rechte Wange, denn Mutter hat kein Gewissen mehr, weil sie ihr Kind verloren hat und braucht deshalb mich, damit ich ihr Gewissen ersetze. Und wenn ich ihr Gewissen ersetze, sind wir beide eine Person, weil Mutters Gewissen das denkt, was ich ihr mit meiner Rolle ins Gewissen redend weitertrage. Wenn ich aber nicht schnell genug reagiere, hat sie wieder die Bombe vor Augen. Und wenn das passiert, ist Mutter nicht mehr brauchbar und keine Mutter mehr. Dann leide ich, weil auch ich dann nichts mehr anderes habe. Ich bin sozusagen leer und dennoch ist es meine Rettung. Und meine Rettung ist Mutters Gewissen, dass sie nicht mehr braucht, weil sie mich wieder hat. Und wer uns glaubt, kennt das Leid nicht und kennt das Vaterland nicht und weiß nicht, was Mutter verfolgt oder mich verfolgt.
Deshalb werde ich weder sie noch mich berauben, damit Mutter das wiederfindet, was unauffindbar scheint und ohne mich nicht zu schaffen ist. Ich bin ein Land und Mutter ist ein Land, quasi miteinander verwebt. Und das ist unsere erste Voraussetzung. Und jede Voraussetzung birgt eigene Konsequenzen in sich, die auszuhalten sind. Und indem ich das aushalte, bestrafe ich alle anderen, die das nicht aushalten. Und ich bestrafe mich selber, indem ich niemanden von mir erzähle. Aber ich erzähle Mutter, dass ich ihr Sohn bin, deshalb bestrafe ich nicht sie, sondern mache nur den Schmerz kleiner. Ich weiß, dass Menschen böse sind, weil ihnen schreckliche Dinge passiert sind. Aber ich bin nicht böse auf sie. Ich bin froh, dass ich ein neues Leben habe. Und Mutter war nie böse, nur betrübt. Denn Mutter hat keine Beweise für die Bombe, die damals auf ihren Sohn einschlug. Nur das macht ihr zu schaffen. Und wenn ich eindringlich mit ihr spreche und sie von mir überzeuge, ist sie nicht mehr wiederzuerkennen. Und das bedeutet für sie, dass der Tod nicht in das Leben einschneidet und sie kann sich für einen kurzen Moment beruhigen und glauben, dass nichts ging, weil alles wiederkam. Mutter klagt niemanden an, denn Mutter nimmt jetzt, durch mich, ihr Leben wieder in die Hand. Wenn sie mir abends sagt, dass sie froh ist, dass ich wieder zurück bin, dann weiß ich, dass sie das sagt, weil sie kein Gewissen hat, aber auch, weil sie es nicht böse meint. Ich denke dann, dass Mutter denkt, ich stimme ihr zu und ich stimme ihr zu, weil ich sie nicht betrügen will. Sie hat ja schon kein Gewissen mehr. Das reicht. Das ist ein Cliffhanger, der dauert ein ganzes Jahrhundert. Das weiß ich und ich bin mir sicher, dass sie das auch weiß. Und Mutter hat sowieso schon Panik vor der Zeit, weil die Zeit sie immer weiter von dem Tod ihres Sohnes wegdrängt und Mutter sagt, das drücke ihr das Herz zusammen. Ja, jetzt sind wir noch mal tiefer in der Geschichte und erleben noch viel mehr, wie dieser Umgang mit dem Verlust passiert und eben dieses Erfinden einer Geschichte. Und an anderer Stelle im Buch sagst du auch, wie notwendig ist eine Geschichte, bis sie eine echte Geschichte wird und zu welchen Mitteln greift sie. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Also es ist eigentlich eher so gemeint, dass es die Frage natürlich ist, was mit den ganzen Geschichten passiert, die eben nicht erzählt werden oder für die es kein Gehör gibt oder die in gewissen Schubladen einfach ruhen und dort ganz lange bleiben. Oder und was dann auch eben passiert, wenn es diese Geschichten gibt und die Zeit vergeht. Ob die sich dann verändern oder ob sie genauso wiedergegeben werden, ja. Und diese nicht erzählten Geschichten oder ja auch das Nichtwissen über das, was passiert ist, weil Rosa Kaplan akzeptiert ja auch den Tod ihres Sohnes nicht, weil es gibt keine Beweise dafür. Es gibt diese Leerstelle, die sie füllen möchte und auch das Schicksal, was ihr aufgedrängt wird, vielleicht nicht akzeptiert. Und das verknüpft ja auch so ein bisschen kann man vielleicht verknüpfen mit deiner Arbeit, die hier im Dokuzentrum auch ausgestellt ist. Da geht es ja auch um nicht erzählte und unterdrückte Geschichten und den Verlust von Sprache und den Umgang damit und das Neuerfinden auch. Siehst du da vielleicht in der Kunst und im Schreiben ein bisschen eine Möglichkeit, da auch etwas zu überbrücken, Leerstellen zu füllen, die nicht da sind? Ich würde es gar nicht so Leerstelle nennen, weil viele von den Sachen, wenn sie einfach nicht gesehen werden, weiß ja auch niemand, dass es eine Leerstelle gibt. Aber man kann zum Beispiel wahrscheinlich ganz gut mit der Videoarbeit verknüpfen, die ich hier zeige. Ich habe 2017 einen Text für Zeit Online geschrieben, den die Redaktion auch super gekürzt hat, weil es für einige Sachen, die ich dort drin gesagt habe, keine Beweise gab, die erst jetzt rausgekommen sind. Und ich habe über Atatürk geschrieben, der 1938 Giftgas gekauft hat von den Deutschen, vom deutschen Konsulat in Berlin und das Gas an den Kurden in Dertsim in der Osttürkei angewendet hat und damit über 10.000 Leute vergast hat.
Und der Artikel wurde dann total umgeschrieben und ich musste ihn ändern. Und jetzt kreist er mir im Grunde darum, was eigentlich passiert, wenn man gezwungen wird, eine andere Sprache zu sprechen. Und dann habe ich mit den Konsequenzen und eigentlich wirklich mit den Folgen davon, das habe ich dann geschrieben gehabt, ja. Ja, das steht natürlich auch in Relation zu einer Idee von Identität und ja, dem Verlust von Identität vielleicht auch. Und wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen gesprochen über identitätspolitische Diskurse, die ja auch ja, in der zeitgenössischen Kunst vielfach verhandelt werden. Wie gehst du denn deine Arbeit damit um oder wie beobachtest du das auch? Also ich habe auf jeden Fall sehr große Probleme, wenn meine Arbeit nur im Kontext vom Kurdischsein gelesen wird, weil ich keine Kunst mache, weil ich Kurdin bin oder weil es wie ein Hauptzentrum meiner Arbeit ist. Es gibt einfach nur gewisse Sachen, die ich darüber weiß und mit denen ich aufgewachsen bin. Deshalb beschäftige ich mich eben damit. Aber wie ich auch schon vorhin meinte, wäre ich irgendwo in den Banlieues in Paris oder sonst wo aufgewachsen, hätte ich halt eine andere Realität gehabt und andere Erfahrungen und andere Konsequenzen erlebt und hätte was darüber gemacht. Deshalb bin ich immer sehr dagegen, wenn die Identität zu sehr reingedrückt wird, also wenn es nur in diesem Kontext gelesen wird, auch wenn ich irgendwelche Arbeiten über Türkei mache, dann geht es nicht darum, dass ich Kurdin bin, weil ich finde dadurch, weil es auch oft passiert und weil mir das ja auch oft passiert und ganz vielen anderen bestimmt auch, bekommt man so eine Art von Opferrolle zugeteilt. Ich finde das dann immer, es ist ein bisschen wie so Betroffenheitspolitik und ich denke außerdem, dass Kunst in der Lage ist, gewisse Räume zu öffnen, weil ich auch denke, dass alle Leute, die im Kunstbetrieb sind, eine wichtige Rolle haben, auch in der Gesellschaft und auch politisch und politisch sein sollten und diesen Raum eben nutzen sollten. Ja, ich finde, das kommt ja auch im Roman vor, in dem Stück, was du gerade gelesen hast, nämlich auch dieses Verwehren gegen diesen Geniekult und diese Idee. Also auch diese zwei Seiten von einerseits eben nicht immer nur ja, aus einer betroffenen Perspektive oder auf eine betroffene Perspektive reduziert zu werden, aber gleichzeitig natürlich auch nicht diese, ja, diesen Geniekult mitzunähern. Also ja, also weil Genies gibt es gar nicht und falls es die gab, dann waren es immer nur Männer. Und außerdem glaube ich, dieses Bild von einem Genie ist das immer dieser Mann, der in seinem Elfenbeinturm sitzt und völlig fern von der Gesellschaft irgendwas kreiert, was gar nichts mit der Gesellschaft zu tun hat. Ich glaube, Kunst funktioniert auch nicht so, dass man alleine irgendwo sitzen kann, ohne Diskurs und ohne Austausch, die man dann zeigen kann. Weil ich finde, dass es, deshalb meinte ich das auch mit dem Politischen, dass es so wichtig ist, dass man das rausträgt und sich bewusst ist, was für Räume man dafür hat und sollte viel mehr politische Kunst geben. Und man darf die Rolle von den Betrachterinnen auch nicht vergessen, weil die gehören auch dazu. Ja, vielleicht können wir noch mal kurz in die Arbeit hier springen. Also es war ja eben dieser Artikel, den du auf Zeit Online publiziert hast. Aber dann gab es ja auch eine große Resonanz. Du hast ja sehr viele Kommentare bekommen, ja, die dir natürlich auch gewisse Erfahrungen und Empfindungen abgesprochen haben. Und denen du dann auch wieder begegnet bist, indem du eine Arbeit gemacht hast und den Artikel mit eigener Stimme vorliest und auch aufzeigst, welche Kommentare du bekommen hast. Und da sieht man ganz schön, ja, wie eben auch Geschichten konstruiert werden, wie Geschichten instrumentalisiert werden und die natürlich auch Teil von nationalen Mythenerzählungen werden. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu den Kommentaren sagen und ja, wie du mit denen umgegangen bist? Also ich hatte ja, nachdem der Text rauskam, ungefähr einen Monat lang auf Facebook, Twitter, Instagram, per E-Mail von Morddrohung bis Einladung ins türkische Konsulat, so alles bekommen. Aber ich fand es eher trotzdem verblüffend, wie es einfach gewisse Wahrheiten gibt. In dem Text ging es ja auch gar nicht um Empfindungen, sondern um gewisse Wahrheiten, die
passiert sind, politische Wahrheiten, die passiert sind. Und ich fand es eher interessant, dass das mittlerweile, also damals war 2017, in den Kommentaren einfach gewisse Geschichten dekonstruiert werden und so ein krasser Geschichtsrevisionismus stattfindet, selbst bei Sachen, von denen man wirklich weiß, dass es so war, wie es war. Und ich finde das eigentlich sehr erschreckend, dass es so ist. Und das war so der ganze Grundgedanke vom Film. Und das Sichtbarmachen von eben unterdrückten Geschichten, nicht erzählten Geschichten, ist das was, was auch in einer künstlerischen Arbeit ganz also viel Priorität hat, oder war das jetzt speziell dieser Anlass des Artikels? Es war eher speziell der Anlass des Artikels. Ja. Ich weiß nicht, was ist mit unterdrückter Geschichte gemeint? Mit Sachen, die man... Na, eben dieses Absprechen von Erfahrung und gerade eben im Kontext der kurdischen Geschichte. Du hast ja viele Kommentare, oder der Titel deiner Arbeit sagt das ja auch ganz schön. Reporterin Cemile Şahin war lange nicht mehr in der Türkei. Also, ja, wo es natürlich auch um die Konstruktion von Wahrheit geht und die Wahrheit, die konstruiert wird, vielleicht auch Stimmen ausblendet. Ja, also das spielt schon eine Rolle, aber ich versuche am Ende immer, das trotzdem mit anderen Sachen zu verknüpfen, weil es ist am Ende egal, in welcher Sprache irgendein Rechter eine rechte Person redet, weil Faschismus bleibt am Ende Faschismus. Und ich finde, da sind einfach so viele Schnittpunkte, dass es dann am Ende, natürlich muss man gewisse Sachen benennen und auch marginalisierten Gruppen Raum und Stimme geben und sie selber sprechen lassen, aber ich versuche trotzdem, das noch mit anderen Sachen zu verknüpfen. Sollen wir vielleicht schon mal Fragen vom Publikum annehmen, falls es welche gibt? Oder noch ein Stück lesen. Ja, ich lese vielleicht den letzten Absatz. Irgendwo von weit her jaulen einige Hunde und ich setze meine Schritte behutsam auf den Boden, sodass nichts knirscht. Als wir die Hälfte des Weges hinter uns haben, gelangen wir zu der Tüte mit meinen dunklen Klamotten, die ich mir starr, wie ich es schon so oft in meinem Zimmer geübt habe, in weniger als einer Minute anziehe. Die anderen Klamotten verstaue ich in einer zweiten Tüte, die Mutter aus ihrem dünnen Rucksack hervorholt, in dem nichts anderes drin ist. Als wir beinahe das Haus des Kommandanten erreicht haben, pocht mein Herz und ich bin ergriffen ohne Luft. Mutter hat gesagt, der Kommandant hat keine Frau und keine Kinder und seine Eltern sind auch schon tot. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich kann nicht alles erzählen, was ich denke. Wir tapsen mit leisen Schritten von hinten an das Haus heran. Das Fenster zur Kammer steht offen. Das beruhigt mich oder vielleicht verstört es mich auch. Ich steige langsam durch das Fenster ein, während sich Mutter im nahegelegenen Gebüsch versteckt und sich auf den Boden legt und zu einer Kugel rollt. Bevor ich mich von ihr losmache, um durch das Fenster einzusteigen, drückt sie meinen Unterarm und flüstert in die Dunkelheit, aber dennoch in meine Richtung, dass sie niemals vergessen wird, was ich für sie tue. Ich hoffe, dass sie es niemals vergisst, denn ich tue es für uns. Dann fängt Mutter sehr laut an zu weinen. Davon bin ich berührt. Wirklich echte Krokodilstränen kullern bis hinab zum Kinn, obwohl es dunkel ist, und verschwinden in einer Halsfalte. Ich sage ihr, deine Tränen sind nicht erbärmlich, und ich spüre eine Liebe, die sie vor mir verschließt. Als ich endlich in der Kammer stehe, haben sich meine Augen mittlerweile an die Dunkelheit gewöhnt. Ich öffne die Tür der Kammer zur Küche und bete, dass die Tür nicht knarrt. Nichts knarrt und ich husche ungesehen hinein. Die Küche ist groß und hat eine Kochinsel in der Mitte, an der ich vorbeilaufe, ohne etwas zu berühren. Ich bin jetzt im Wohnzimmer, alles läuft reibungslos. Ich bin ein Versteck, getarnt mit einer Waffe, die ich von der Hüfte löse, mit beiden Händen umschließe und entsichere. Vor der Schlafzimmertür angekommen, bin ich genauso viel wert wie diese eine Kugel, die ich abfeuern werde. Und ich laufe einfach hinein, stoße mit meinem Stiefel die Tür auf, leise aber schnell, sehe das Bett, in dem er liegt, er schnarcht und er kriegt nicht mit,
dass sein Leben gleich zu Ende geht. Das rührt mich ganz kurz zu Tränen, weil Mutter im Gebüsch liegt und dieser Mann, der schläft und träumt, im Bett liegt und seinen eigenen Tod verpasst. Das ist schlimmer als ein Cliffhanger. Ich betrachte die Wand und sehe Tapeten. Ich verstehe, dass mir mein Gewissen am Kopfrand klebt und solange mich niemand erkennt, sehe ich ihn an, als würde er mir etwas bedeuten. Ich übe keine Vergeltung, denn das ist sehr schwer. Die Hand, die die Waffe hält und auf ihn richtet, zittert. Ich sage, mein Gott, aber ich bin nicht Gott. Und weil es schwer ist, einen Menschen zu töten, drücke ich einfach ab. Das Geräusch verlässt die Waffe mit der Kugel und landet in seinem Nacken. Aus seinem Mund erklingt ein Stöhnen, als sei er gegen eine Wand gelaufen und Luft entweicht seinem Körper. Aber ich habe geschossen und das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Keiner wird mir glauben. Das Blut breitet sich pilzförmig um seinen Kopf aus, erst langsam, aber es wird nicht schneller, nur immer mehr. Ich bin ohne Pass über eine Grenze in ein Leben geraten und stehe mit der Waffe in der Hand in einer Feriensiedlung und blicke auf eine Person herab, die seinen Tod verschlafen hat. Dagegen kann ich nichts machen. Es ist keine Ruhe, es verschlägt mir die Sprache und das ist das Einzige, das ich berichten kann. Das ist auch das einzig Dramatische. Das weiß ich, weil ich das gut kenne. Ich schwitze dabei und fühle die Schweißnaht, die mich zusammenhält, aufgehen. Das macht mich unglücklich. Ich bin kein Mörder, ich kann meine Tat nicht behandeln. Ich behandle mein Gefühl, dass ich in eine Kugel steckte. Und die Kugel passt in den Nacken, wie auch ich durch das Fenster passte. Ich stehe im Zimmer und mache mir Sorgen, denn bald wird er anfangen zu stinken. Und wenn man stinkt, dann fängt man und am Ende kommen die Hunde. Ich hasse Hunde, das habe ich immer gesagt. Aber Mutter hat gesagt, das Gegenteil von Rache ist Gerechtigkeit und deshalb sind wir gute Menschen. Denn wir sind nicht rachsüchtig, weil jeder Mensch sein Leben ändern kann. Und wie ich hinein bin, verlasse ich das Haus. Ich bin noch nicht ganz aus der Kammer hinaus, da erhebt sich Mutter aus dem Busch, dass ich einen Schreck kriege. Das hat fast 3 Minuten gedauert, sagt sie ganz leise, ohne dass sie wirklich sprechen kann. Ist es vorbei, sagt sie nochmal und kann sich nicht beherrschen. Ich ermahne sie, bevor sie mich und sich verrät und flüstere nur, als sei es meine erste Sorge, es ist vorbei. Aber meine erste Sorge sind die Hunde, die bald kommen. Der Krieg hat erst sie und dann mich zum Tier gemacht. Jetzt bin ich so geworden wie sie. Das will ich nie vergessen. Ich sehe es kommen. Es wird wie im Film sein. Gegen 4 oder 5 Uhr früh wird eine Einheit von Polizisten die Wohnung stürmen. Diese Einheit wird sich noch nicht einmal die Mühe machen, zu klingeln oder zu klopfen. Sie werden die Tür einfach einrammen und sich wie Ameisen in der Wohnung verteilen. Dabei jede Ecke sichern, mit Waffen sichern und jeder wird eine an sich tragen. Erst an der Hüfte und dann in der Hand, so wie ich. Bis sie mich schlafend im Bett vorfinden, so wie ich den Kommandanten schlafend im Bett vorfand. Sie werden mich aus dem Bett zerren, das weiß ich ganz genau. Das wird morgen sein, aber jetzt schmecke ich Blut, obwohl ich kein Blut verloren habe. Ich fahre mir mit beiden Händen über den Körper und versuche, das Blut abzuschütteln, sage zu Mutter, da ist Blut, es geht nicht weg. Sie sagt, da ist nichts, obwohl es dunkel ist und sie nicht richtig guckt und eigentlich nichts sehen kann. Ich suche weiter und der Kommandant war gestorben. Mein Hemd klebt an mir, so wie ich an Mutter klebe. Im Bus kauern wir tief im Sitz. Ich werde zu einem primitiven Menschen, der um seine Fähigkeiten fürchtet. Und dann sind wir schon zu Hause. Auf einmal nimmt es Überhand, denn diesmal sehe ich keine Hunde, nur Mutter, die leise wie ein Dieb die Tür aufschließt. Ich sehe es kommen. Es wird im Morgengrauen sein. Diesmal klingeln sie. Ihre Outfits werden einheitlich sein und sie werden nacheinander durch die Tür kommen. Es werden mehr als 5 Personen sein. Ich werde sie Gruppe nennen. 2 werden mich packen, gegen die Wand, links und rechts unter den Achseln. Mutter packt mich am Kragen, sagt mit piepsiger Stimme, du musst dich zusammenreißen. Aber Mutter hält die Waffe ganz falsch. Sie hängt nur so lose an ihr, baumelt auf Höhe ihres Oberschenkels und ich werde wütend, weil sie so leichtfertig damit umgeht. Sie ohrfeigt mich und bringt mir dann ein Glas Wasser. Ich sehe es kommen. Mutter wird den Arm ausstrecken
und auch sie wird plötzlich zu den anderen gehören. Ausgestreckt wird sie auf mich zeigen und die Gruppe wird sich nach mir umdrehen. Sie werden auf mich zulaufen, wie Hunde sich mir entgegendrängen. Ich werde sagen, Mutter, was hast du getan? Dann werden sie mich aus der Wohnung zerren. Sie werden fragen, hast du etwas zu verbergen? Nein, werde ich wahrheitsgetreu antworten, denn nur Mutter und ich kennen die Wahrheit. Lieber Gott, darüber weiß ich Bescheid. Ich sehe es kommen, die Geschichte ist vorbei. Aber das wird morgen sein. Jetzt frage ich Mutter, ob sie glücklich ist, weil alles nach Plan lief, aber sie bricht in Tränen aus. Ihre Tränen landen auf der Waffe, die sie immer noch in der Hand hält und dann zum Kopf führt, um sich mit dem Handrücken die Tränen zu trocknen. Ich bin sehr berührt davon, schon wieder, denn ich habe gelernt, dass man über die Dinge, über die man nicht sprechen kann, schweigen sollte. Ende Staffel 2, Episode 2, der Held und seine Mutter wollen nur Gerechtigkeit. Ja, jetzt sind wir auch beim brutalsten Moment der Geschichte eigentlich angekommen. Was auch so ein bisschen gipfelt, vielleicht in dem Wunsch, eine Geschichte abzuschließen. Also die Mutter sagt es ja auch, sie sieht es kommen, die Geschichte ist vorbei. Und ich finde es erstaunlich, wie so schwere Themen, also das Buch handelt ja vom Krieg, Verlust, von Folter und Vertreibung, wie diese Themen erzählt werden, aber mit dieser Dynamik, dass man da auch gar nicht rauskommt. Also es nimmt einen ja mit und erwischt einen dann auch immer wieder kalt beim Lesen und bewahrt sich aber trotzdem so eine Leichtigkeit. Also dann blättert man die Seite um und man sieht wieder den Play-Button und den Kommentar und die Rezension der New York Times als Zitat oder Anekdote. Ja, und diese Vielschichtigkeit im Buch fand ich sehr erstaunlich. Wie war das für dich beim Schreiben? Also wie bist du das auch angegangen, dass so unterschiedliche Stilmittel und Formen nebeneinander stehen? Bei mir ist es beim Schreiben tatsächlich eher so, dass ich mega lange über den Plot nachdenke und auch nichts schreibe, keine Notizen mache, nichts. Und erst wenn ich es im Kopf fest habe, fange ich an. Und ich habe es auch tatsächlich chronologisch geschrieben. Aber ich wusste nur, dass ich mit den verschiedenen filmischen Stilmitteln eben ein Buch schreiben würde, das man als Film liest, damit man es auch später verfilmen kann. Das wäre eh schon meine nächste Frage. Ja, möchtest du die Geschichte verfilmen? Ja. Ja, vielleicht gibt es noch Fragen aus dem Publikum. Vielleicht können wir noch ein bisschen in das Gespräch kommen. Dann würde ich fast sagen, müssen wir auf den Film warten. Wir sind schon ganz gespannt auf den Film. Und ja, hören an dieser Stelle vielleicht erstmal auf. Vielen Dank fürs Kommen. Es gibt das Buch von Cemile noch zu erwerben, heute hier oder auch im Laufe der Ausstellungszeit in der Literaturhandlung des Dokumentationszentrums. Ja, und wir freuen uns, wenn Sie wiederkommen, die Ausstellung besuchen oder unser weiteres Veranstaltungsprogramm. Danke fürs Kommen.